Der Terminator ist Veganer. Guten Morgen. Nein, soweit ist es leider noch nicht ganz. Aber Arnold Schwarzenegger, der Gouvernator, der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und noch viel mehr eine Bodybuilding-Ikone, spricht sich immer deutlicher gegen den Fleischkonsum aus. Angefangen hat er Ende 2015 mit Statements, die ganz klar aufzeigen, dass beim Fleisch-Junkie Arnold Schwarzenegger ein massives Umdenken stattfindet. Allen voran damals aus ökologischen Gründen, aber nun scheinen auch gesundheitliche Gründe dazu zu kommen, weil ihn sein Arzt entsprechend informiert hat über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und er verzichtet nach eigenen Angaben auch nun komplett auf Fleisch. Arnold Schwarzenegger. Milchprodukte, das habe ich noch nicht thematisiert gefunden, das sind nur kurze Eindrücke und kurze Statements von ihm und viel kommentiert, aber ich habe noch nicht gehört, dass er gesagt hat, er ist Veganer. Viele Quellen postulieren das, aber ich würde sagen, er verzichtet erstmal auf Fleisch. Ne? Aber bei uns ist ja so, wir wissen das ja, wenn wir Veganer sind oder vielleicht der ein oder andere von euch, der auch noch nicht Veganer ist, der sieht es an anderen. Wenn du einmal erst damit angefangen hast nachzufragen und auch nachzuforschen, dann ist der Vegetarier ja nur eine Zwischenstation. Jeder der drei großen Gründe reicht genau genommen für sich selber schon aus, um eben ja, Veganer zu werden. Das ist die Ökologie, also ist die Gesundheit und es ist die Ethik. Und ja, da braucht es nicht zwei oder so, da reicht ein Grund und da bist du Veganer und dann bist du eben nicht mehr Vegetarier. So. Generell ist es ja immer toll, wenn bekannte und vor allem beliebte Menschen sich offen für eine vegane Ernährung oder sagen wir mal eine vegetarische Ernährung als erste Stufe aussprechen und man sich ganz klar gegen den Fleischkonsum positioniert. Jeder mit einem gewissen Grundintellekt, der wird irgendwann eben auch an diesen Punkt kommen und auch die Gesellschaft als solches wird an diesen Punkt kommen. Fleischkonsum ist weder notwendig noch in irgendeiner Weise vorteilhaft für unseren Planeten oder für uns, für unsere Gesundheit. Im Gegenteil, es schadet beiden massiv und nachhaltig. Und nicht nur, dass Arnie ein beliebter Politiker war, er war und er ist vor allem Actionstar und Bodybuilding-Ikone, ich sagte das schon, und haut ja, damit den ganzen muskelaffinen Menschen ja, eine Information an den Latz, wogegen sie sich die ganze Zeit sträuben. Es gibt nicht wenige Bodybuilding affine Menschen, die sich nach wie vor einreden, wie gesund Fleisch ist. Ne? Fleisch macht gesund. Schaut bei YouTube, da gibt es wirklich Kanäle, die ernsthaft sich hinstellen und den Konsum von tierischen Produkten als sinnvoll darstellen. Die hier einfach nicht umstellen wollen und eben ihre 2 Kilo Hühnerfilet, ihre Packung Eier oder ihren Magerquark eben nicht aus ihrem täglichen Ablauf streichen wollen. Komme, was wolle. Sie wollen das einfach nicht. Schaut euch die Bodybuilding-Szene an. Ne? Da sind ganz viele, die anfangen ja, panisch zu werden. Die plötzlich den Veganer, der noch vor ein paar Jahren mitleidig belächelt wurde, nun total offensichtlich auch radikal angehen. Ganz nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Da werden die Veganer als Nazi-Garde bezeichnet oder dem Veganer versucht in irgendeiner Weise den Mund zu verbieten. Weil ich habe jetzt gelernt, der normale Veganer, der darf noch sein, der ist auch der normale Veganer, weil der Veganer sagt nichts, der lebt nur vegan. Aber der Veganer, der informiert, der sagt, hey, unser Planeten geht's scheiße, ökologisch, lass uns was tun oder lass uns aufhören, die Tiere zu essen, weil die Tiere haben Gefühle und die das sagen. Oder die gesundheitlich informieren, die sagen, hey, pass auf, vegane Ernährung macht euch gesünder. Das sind die Nazi-Garner, das sind die Nazi-Garner. Was ist der Unterschied zwischen Nazi-Garner und Veganer? Veganer, die sind okay, aber die müssen ja klar behalten. Naziger, also die Mund aufmachen und sagen, dass sie Veganer sind, ne? Die das ungefragt sagen. Das sind die Naziger. Ja, also wie gesagt, solche Tendenzen sind ganz klar sichtlich und ich habe mich da extra nicht in dieser, das war ja diese große Debatte, ne? Lea loves lifting und die hat es angestoßen und dann kam so die ganze Bodybuilding-Szene nach, hat dann Lea so ein bisschen mit in sich rein ja, geschliffen, sage ich mal, und ja, und dann halt eben die vegane Szene, die dann auch was gesagt. Ganz ehrlich, das war von beiden Seiten teilweise großes Kino. Also das war alles einfach nur lächerlich. Also die ganze Diskussion war von vorne bis hinten lächerlich. Aber das will ich gar nicht sagen, aber da kam der Begriff ja, da habe ich den das erste Mal gehört. Und ja, also von daher, ja. Ich habe mich da ganz bewusst
Oster raushalten können, weil das war einfach so stumpf, so viel Stumpfsinn. Und ja, da egal. Ja, der Bodybuilder agiert halt so ganz nach dem Motto, was ich nicht höre, das existiert nicht. Aber liebe Bodybuilder, ihr könnt ja eure Ohren zuhalten, wie ihr wollt. Ihr könnt versuchen, die Veganer einzuschüchtern und ja, die Augen quasi bis zum Gym verschließen. Aber die Wahrheit, die endet ihr dadurch nicht. Zum einen, dass ihr fühlende Lebewesen zu eurem Vergnügen quält und schlachten lasst. Dass ihr Nahrungsmittel konsumiert, die wie kein anderes die Umwelt belasten. Und dass ihr eine viel höhere Chance habt, an Zivilisationskrankheiten zu erkranken. Und entsprechend auch zu sterben. Letzteres natürlich eure Entscheidung. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Auch die Raucher haben vor 50 Jahren rumgeheult und genau dieselben Panikreaktionen ausgelöst und Panikattacken selber erstmal gehabt und dann sozusagen um sich geschlagen wie jetzt die Fleischesser. Das ist ganz normal und das ist, ja, das ist einfach so, wie der Mensch gestrickt ist. Menschen haben sich schon immer schwer mit Veränderungen getan. Ich auch, jeder von uns, ne, hat sich schon immer schwer getan mit einer Veränderung, die so von außen auf einen zugerollt kommt und die man nicht aufhalten kann. Und es wird immer versucht, so lange wie möglich in alten Mustern und in alten Traditionen zu bleiben. Beispielhaft ist da auch immer die Argumentation der Fleischesser. Da kommt man ganz oft zu, wir haben schon immer Fleisch gegessen, also essen wir weiter Fleisch. Das ist ein Argument, muss ich dazu sagen, was vor allem ethisch, als ethisches Gegenargument gebracht wird. Ne? Wir als Menschen haben schon immer Fleisch gegessen, deswegen essen wir weiter Fleisch. Ne? Wir machen keinen Schritt weiter. Aber nun, Jahr um Jahr, Monat um Monat, Woche um Woche, werden die Veganer anteilig immer mehr. Die geistige Evolution, die damit einhergeht, das ist nicht aufzuhalten. Das war sie noch nie. Und im Zeitalter der Informationstechnologie, insbesondere des Internets, werden die Zyklen, wie sich die Menschen an neues Wissen anpassen und anpassen müssen, immer schneller. Und wer da nicht mitkommt, weil er in der, ja, in der Muckibude nur noch irgendwelche Bodybuilding Magazine liest und sich auf Bodybuilding YouTube Kanälen über gesunde Ernährung informiert, der wird eben den Anschluss verlieren. Wie Stromberg, also Christoph Maria Herbst, bekennender Veganer, schon gesagt hat, wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen. Ja, und genauso wie eben der Fleischkonsum an sich gehen wird, werden es auch die Menschen sein, die diesen Fleischkonsum anhaften und Platz machen für eine neue geistige Evolutionsstufe. Bei den unter 24-Jährigen verzichtet fast jede fünfte Frau jetzt schon auf Fleisch. Bei den Männern ist es etwas weniger, naturgemäß, da bei den Männern gerade in der geistigen Entwicklung alles etwas langsamer abläuft. Aber umso mehr freut es mich, dass Arnold Schwarzenegger, ein Mann, ne, der nun schon straff auf die 70 zugeht, zeigt, dass man auch in jedem Alter noch einen Sprung auf eine neue Entwicklungsstufe schaffen kann. Und daher gibt es heute wieder den Titel Best of the Vegan Industry für Arnie. Wenn ihr noch Anwärter für diesen Titel habt oder eben für das negative Pendant, also den Betonkopf der Woche, dann schreibt mir unter Facebook oder in den Kommentaren unter den Videos einfach, ja, diese Informationen, zum Beispiel ein Video von jemandem oder ein Statement oder was auch immer, und dann kann ich das eventuell dann auch mal als Video veröffentlichen. Also, der Terminator sagt zum Fleisch, hasta la vista. Spätestens jetzt ist klar, die Welt ändert sich und wir sind live dabei. Ich wünsche Euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut, Euer Christian. Tschüss.